Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Episode Ark. Der lange Weg zum Boss. Kannst du hier hin, das Gold, ach Schwein. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Dieses Gewedel hier, ey. Wo? Oh, dann der Rex. Der Alter, der ist da. Ich. Ja, stimmt, ach stimmt, da geht's ja jetzt dann direkt zur Sache. Es geht ja schnell los. Ja. Muss ich ganz schnell anschreien und Healen anmachen und dann ganz kurz auf Rex. Moment, den mache ich auch noch kurz auf Gruppenbefehle ignorieren. Moment, wo ist er? Mein, oder was? Mein. Okay. Ja, ist auch passiv. Ach nee, ups, das war deiner. Soll ich ihn lassen auf Gruppenbefehle, oder? Nee, du kannst ruhig alle Tiere, also die vier, auf ignorieren machen. Wo ist denn jetzt meiner? Ich finde ihn nicht hier. Hab ihn. Der hat auch einen eindeutigen Namen. Ja, ich habe aber irgendwie nicht. Also, ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Müsstest du selber nochmal reinschauen, ansonsten werfe ich jetzt das Ding da rein und klick drauf. Du darfst drauf drücken. Ja. So, wir machen jetzt hier. Wir probieren es zumindest. Brutmutter auf Alpha. Los geht's. Ja, ich stehe hier, wenn man. Wenn ich jetzt schon meinen Wechsel. Ah, hier. Obwohl, ich muss ja zuerst. Ich stelle mich hier beim Loot hin. Weil ich bin jetzt echt aufgeregt. Also, ich steige auf und pfeife erstmal neutral. Mhm. So. Neutral, ich renne raus, weil ich wieder vorne dran war. Aktiv Angriff geschickt. Aktiv Angriff geschickt und lauf hinten rum. Ja, ich muss umdrehen. Der Judy sollte mal hier sein. Ja, ja. Er müsste jetzt da sein. Der macht nichts. Schrei jetzt, Mann. Wenn er nichts macht, steig bitte auf den Judy. Ah, okay. Ich schütze sie mal, aber ich bekomme nichts, aber ich werde das machen. Ich sehe keinen hier hin. Komm, ach doch, jetzt sehe ich es, okay. Ja. Könnte was werden. Ja. War noch ein paar Rechse da außen rum, erstmal eine Runde gezogen sind. Okay. Ja, die haben die Spinnen da, glaube ich, weg. Ja, ich habe ja. Extra auf das Ziel gepfiffen. Achso, okay. Hey, das könnte werden. Wir sind beim Drittel runter vielleicht und die Spinne ist schon über der Hälfte weg. Ach verdammt, jetzt ist weg. Moment, wir müssen kurz ohne Buff gehen. Kein Problem. Kurz geht. Bufft echt weniger. Dieser hat wahrscheinlich ein bisschen blöd gestanden. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn man selbst auf dem Ding reitet, aber will halt keiner. Ja, also er tut halt immer auf 0% und dann schreit er nochmal. Ja. Er macht das schon perfekt, nur halt wenn er blöd steht, erwischt er nicht alle. Ja. Easy. Nee, ja, wirklich. Ich bin auf K hier. Zurücklehnen. Ich schau mir das jetzt an von draußen. So geil. Hast du wieder den Kill bekommen? Ich kann probieren, aber die sind halt alle fast gleich. Achso, die heißen alle gleich. Die Level sind auch ziemlich gleich. Dein alt alles 228. Ach, weil ich jetzt das Hut aus hatte, habe ich jetzt das nicht bekommen, oder was? Das Bild. Weiß ich nicht. Aber ich habe das Element. Okay. Hast du das Bild bekommen von der Brutmutter? Bild? Ne, hier dieses, wo die Not aufgeht, mir zu. Und das Engramm-Freischaltungszeug. Das Engramm, ja, aber die Not da nicht. Ah, okay.
Hast du da auch den Kopf? Ich habe nur die Flagge. Ich habe die Trophäe, ja. Okay. 148 Element. Haben eine schöne Zahl ausgesucht, 148. Ja, man sieht nicht mehr viel. Sieht ziemlich blutig aus. Ja, ein Drittel. Weniger als ja, ein Viertel. Zwei Stück. Ja, ich schau draußen. Boah. Ex-Salat. Nur rausgekommen. Ich noch nicht. Okay, ich hab einen Rex. 0 Uhr 37, man sieht natürlich jetzt nichts. Ich wollte das Blut sehen. Okay, schon mal eine Taschenlampe. Vogel. Wo ist denn der Judi? Hier. So. Schnupfis Vogel. Ja genau, von Judy und Schwein. Ganz besonders von Schwein erstmal checken, weil das sich so schnell erhielt. Ja, das Schwein hat keinen Schaden bekommen, aber halt Nahrung war leer. Die Leiste war leer, aber nachfressen konnte es halt nicht so schnell, ne? Ne. Judy hat ein bisschen Schaden bekommen, 1000. Hat auch nicht viel gefressen in der Zeit. Ja. Ja, das Foto selbst mit reintun lohnt echt wirklich nicht. Da kannst du genau. Zwei Stacks drin haben. Es wird ja auch direkt deaktivieren. Müsste ich nochmal runtergehen und so aktivieren. Ja, das ist echt überlegenswert, ob man wirklich ein Schwein mitnimmt. Was? Oder doch. Also ob man anstatt ein Schwein vielleicht doch noch ein Rex mitnimmt, meinst du? Ja, ja. Okay, weil noch ein Schwein, das wäre ja... ja, anstatt ein Schwein. Ah, okay, ja, ja. Hm. Ja, nee. Das ist halt jetzt nicht so das Top-Schwein, ne? Mhm. Weiß nicht, wie es dann am Ende aussieht, wenn man am allerletzten Boss sind mit unserem Top-Schwein, ob das dann vielleicht 80.000 hat. Weiß man nicht. Und dann ersetzt es schon mal vom Healen her vielleicht schon doch einen Rex. Und weiß nicht. Ja. Und es fängt ja eigentlich mit dem an Anfang an, der als erstes richtig Schaden kassiert. Kriegt als erstes gleich die Heilung. Ja. Es muss schon ein Top-Schwein sein, dass sich das lohnt. Das lohnt sich wahrscheinlich... noch nicht so ganz, obwohl bei der Spinne ja auch der Platz zum Kämpfen so eng ist, ne? Ja. Hast du einen Rex mehr, aber der kommt nicht ran zum Beißen oder so. So, mal schauen, welcher hier so richtig gut zeigt. Das Niedrigste, was ich gesehen hatte, war ein Viertel. Hier ganz außer 13k. 16.000 von 50 hat er noch. Ja, hier hat einer 13 von 50. 13, ja, ist noch weniger. Hier mal da gesammelt. Ruhig. Ja. Ja, das ist gut gelaufen. Ja. Aber viel schwächer hätten sie nicht sein dürfen, ne? Mhm. So, falls ich weiß, was wir bekommen haben. Es waren, glaube ich, drei Sachen. Ich bin mir sicher, dass es der Tech-Helm war, der Moser-Tech-Sattel und es könnte sein, dass es Tech-Geschützturm war, aber bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Okay. Ja, da ich jetzt gerade zu leer bin, werde ich jetzt mal anfangen mit Rex. Hä? Ich dachte, ich wäre so leer. Ich bin gleich überladen. Ein Rex ausgeleert. Weil eigentlich braucht das Futter ja das Schwein. Wo ist eigentlich das andere Schwein? Steht außen. Bei der Das Felix und so. Gut, weil da können wir das hier eigentlich schon mal... mache ich jetzt, ja? Einmal healen lassen und dem das Futter geben. Okay. Und ich tue das andere Foto in den Futtertrog. Ja.
finde gerade ziemlich wenig. Genau. Ja, ich denke, ich erwische halt auch immer wieder die gleichen. Ich habe mich schon mal auf den Sattel gesetzt und habe das hier in der Hand angedrückt. Passive Heilung ist an, aber der macht nichts. So. Nach außen anmachen. Komisch. Aha. Jetzt die haben Sattel drauf. Ja, es ist das Beste. Jetzt? Ich habe nichts gemacht. Ich habe den Sattel vom anderen runtergenommen und dann ging's los, habe ich das Gefühl gehabt. Ist schon wieder durch, ja. Ja, aber so ist ja der Plan, dass sie dann sich gleich wieder vollfressen können. Macht das jetzt auch mit dem zweiten Druck rein. Achso, okay, ich habe das von einem anderen Fleisch rausgenommen, weil das ja, glaube ich, nicht ich voll ist, wenn wir nicht lassen. Der Vorderdruck war es ja so, dass es ja dann, ne, du weißt schon, direkt rein inhaliert wurde. Ja, genau, deshalb voll lassen und dann, wenn wir gehen, könnt ihr das fressen. Ja. Die Vorderdrücke sind beide voll jetzt, glaube ich. Dann werden wir dann vielleicht die Schweine noch ein bisschen mitfüllen. Ich bin aber gerade nichts mehr. Ja, ich hatte jetzt noch einen gefunden. Oh, hier ist noch. Amsch, aber kein Futter. Ah, hier habe ich noch. Hier ist noch. Wahnsinn, so aufgeregt gewesen. Dann ist es so easy. Ja. Aber da ist einige mit Foto noch, was bin ich sogar schon stuck. Okay. Soll ich die aufnehmen? Ich werf mal was in den Rex zurück, ja. Ich nehme ja, das raus, ne? Ja, dass er komisch läuft, ja. Ja, ich hab's. Waren es 800 oder so, kann es sein? Ja, waren ein paar rein. Hast du das andere Schweinchen gefüttert? Nee. Okay, dann muss ich zu dem laufen. Da hinten. Okay, ne. Fertige Haupt. Wenn ich die ganze Zeit anhalten bleibe, dass ich halt schieben bleibe. Ja, aufstellen brauchen wir die halt nicht mehr, ne? Die... Ja. So Rede stehen sie ja jetzt auch noch drin, also muss man ja jetzt gar nicht aufstellen. Ich bin halt total verknotet, aber. Ja. Ach so. Ich pfeife mal auf neutral, auf passiv. Hm? Dass wieder so die Rexbande hier runter rennt. Das war uns nämlich offline passiert. Hier unten war irgendwo auf dem Gang war ein bisschen Action, wurde ich angegriffen. Ist ja die Hälfte von der Bande einfach mal mit da runtergesprungen. War natürlich sehr spaßig, die alle wieder da hochzubringen, wieder einzusortieren. Hast du immer noch das Foto rausgenommen und das Chitin drin gelassen oder was? Ja. Alter. Ich hab einfach auf Take All gedrückt. Nee, nur Foto. Foto wichtig. Take All habe ich genommen und dann das Chitin nehme ich jetzt mit. Wir werden jetzt nach Hause fliegen, ne? Ja. Ja, dann kann man da mal Zement machen oder wie auch immer. So, das habe ich die alle, denke ich mal, schon zum fünften Mal angeschaut. So, dann werde ich jetzt mal schauen, mal satteln. Und mich schon in der Base wieder richten. Jetzt werde ich wahrscheinlich durchfliegen.
Ja, die Morphoton muss noch mit. Oh, den Erhalten. darfst du nicht vergessen. Neutral. Schwein ist noch an. Wie ist noch an? Ja, es hielt gerade den Rex. Einen Rex hielt oder was? Bei mir optisch zumindest. Ja, stimmt, es ist an, ja. Mach's mal aus. Jetzt ist auch leer. Und das andere hat noch eine Sattel, oder? Ja. Kannst du das nochmal komplett leer ziehen? Ja, kann ich mal. Man kann sich richtig schön vollfressen. Hey, erfolgreich geht's nach Hause. Theoretisch bräuchte man noch ein paar Spinos, ne? Dann könnte man das Ganze noch mit dem anderen probieren. Wie bitte? Wir könnten das mal mit dem anderen Boss probieren, bräuchte aber noch Spino-Segel. Auch mit dem im Eis? Ja, der Affe halt. Ah, okay, ja. Ah, da bräuchten wir jetzt noch 8 Segel. Wäre ziemlich viel, ne? Ja. Ja, das haben wir jetzt im Prinzip ja auch erstmal nur gemacht, weil wir es wissen wollten. Einfach nur aus Interesse. Weil der Plan war, auf dieser Insel alle Bosse auf Beta zu machen. Story auf Beta durchzuspielen. Aber den hat man auf Alpha mit zwischengeschoben. Und ob man es mit den anderen machen, wird sich noch zeigen. Ja. Aktuell fehlt es an den Segeln und wenn man dann noch jahrelang Segel suchen muss, ist auch blöd. Ja, finde ich auch. Gezähmte Spinos geben dir aber kein Segel, oder? Nein. Das könnte man ja zähmen, fortpflanzen, freilassen, töten. Leider nicht. Das ist ja. Das haben sie bestimmt bedacht. Oder ist ja eigentlich auch so. Ja. Zumal das auch das Freilassen ist auch kein richtiges Freilassen, ne? Ja. Er ist ja dann nicht mehr an der Natur zurückgegeben. Da steht er da dumm rum und kann sich wieder nehmen lassen, oder? Ja. Adoption freigegeben, kann man es eher nennen. Ja, genau. Ach, hier unten stehen ja auch noch ein paar. Die Vergessenen. Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. So viel zu den Ausgesetzten. Die Armen. Ach, ist ja der Weid mit dabei, oder was, ne? Kann sein. Ach nee, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja von nichts. Ah, ja, er ist der Weid. Ah, der wollte doch zum Boss mit. Er hat nicht überlebt. Wenn wir den höchsten Schaden nehmen, den der eine bekommen hat, hätte er es vielleicht überlebt mit 1k Leben. Hört sich viel an. Ja, aber es war echt nur ein Rex, der so weit runter war. Also er hätte wirklich eine Chance gehabt, da durchzukommen. So, wie sieht's eigentlich mit dem Essen aus? Theoretisch hätte ich ja auch mit sitzen können. Da hinten waren, musste ich 2 oder 3 Spinnen töten. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ab und zu einen Hit von der Rückmund abbekommen. Ah. Ich habe Schaden bekommen, aber ich habe keine Spinnen gesehen und Betäubung gesehen. War ich etwas verwundert. Also in einer Woche sterben sie dann spätestens weg, so in der Richtung. In einer Woche? Ja, also jetzt sag mal, wenn man jetzt online wäre die ganze Zeit. Also die Nahrung ist schon zur Hälfte durch bei denen hier. Also wenn du mal wieder hier langkommst, Futtertrog und zu viel Fleisch im Vogel hast, könnte man das noch aufschieben, dass die da alle sterben. Ja.
Wir brauchen sie zwar nicht, aber die tierlieben Zuschauer, die finden es vielleicht gut, wenn wir die am Leben lassen. Die Man von denen sich um die übrig. kümmert. Und zu Hause, ne? Lage platziert. Die steht beim Obi. Echt? Ja. Da ist die aufgestellt. Ja. War mir gar nicht aufgefallen. Ja, es sieht ja auch genauso aus, ne? Ja. Ja gut, dann ist natürlich verständlich. Hier ist eigentlich rot sein müssen oder so. Ja. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder hier zu Hause und es ist so heiß. Mann. 33 Grad. Zu heiß, aber warum das? Ich hab da auch nur Flackern. Kleine Flamme. Jetzt wieder nicht mehr. Gerade eben war groß. Ach, wenn die schmelzen wahrscheinlich. Ach so, Nee. okay. Oder ist er wieder ein Grad verloren? Komisch. Ja, jetzt krieg ich auch keine große mehr. Jetzt können wir ja schon Tech-Sachen machen, ne? Ja, theoretisch auf jeden Fall. Praktisch würde ich noch ein Also ich bin bisschen. für einen Mosasattel. Mosasattel, okay. Ja. Wir haben ja einen Mosa, oder? Aha, vielleicht irgendwann mal. Jetzt habe ich das Inventar leer. Jetzt ist mir wieder heiß, jetzt ist das 40 Grad hier. Ja, wird heißer. Bei mir ist aber noch kleine Flamme, alles chillig. Was ist denn Kaffee drin? Ja, du, ist ja voll. Also ich bin ja irgendwie dafür beziehen, Winter. Ich hab da extra für dich schon hier diese ganzen Klimaanlagen hier ins Eck gestellt. Denke nicht so viel. Wie viel Prozent sind du nochmal? Jetzt wird's auch gerade große Flamme. Ja gut, es ist 42 Grad jetzt hochgegangen. Also jetzt bei mir auch vorbei. Wie viel Resistenz hast du? 30. Ich habe nur 20. Ja, ich war halt der Meinung, dass der Affe da mich vielleicht quält. Dass es da kalt wäre. Wir nicht so eine tolle Rüstung hatten. So, Trophäenramsch. So, da haben wir jetzt knapp über 200 Element. Müsste auch Lederschrank sein, genau. Leder. Narkoberries mit rein. Hat die Trophäe eine andere Farbe eigentlich? Das ist ein roter Kopf. Wollen wir mal kurz aufhängen? Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist nur noch ein bisschen am Sortieren hier. Du hast wohl gerade nichts zu tun, oder was? Nee. Jetzt sind wir hier so ein paar Tiere füttern da draußen. Ja. Ja. Aber hier draußen ist es warm.
Also sieht ziemlich aufgeräumt aus, bis auf das, was noch in meinem Vogel ist, den ich noch aufräumen muss. Hast du allerdings schon runtergenommen? Ja, also den Rex habe ich schon runtergenommen. Wo ist eigentlich der Terry? Habe ich dir den gegeben? Terry? Nein. Den habe ich schon nicht gesehen. Nein. Wo ist der da? Ja, aber für so ein Bild muss man natürlich die schwache Brutmutter noch machen. Mal alle Farben haben. Auf geht's. Die Rex ist im Startbereich. Ich weiß jetzt nicht, wo der Terry ist. Ich dachte, ich hätte ihn ins Krokodil gelegt. Ins Krokodil? Aber ich glaube. Da war am Ende nichts mehr drin. Das war's mit dem Terry dann, wenn es wirklich da drin gelegen hat. Da war ja nichts mehr drin am Ende, da hab ich geguckt. Weiß nicht, du hast zu mir gesagt, willst du es nicht mitnehmen? Da bin ich hin und hab das gequiert, das Ding. Und wenn du wirklich davor das da reingelegt hast, würde die Tasche ja dort liegen. Dann weiß ich jetzt weg sein. Da war nichts mehr drin am Ende, das weiß ich. Okay, na dann. Ah, ich habe ihn in den Cryo, glaube ich, gelegt. Terry. War rausgeworfen dort 100... fort? Nee, 173. In Cryo gelegt? Ach, in den. In die Kammer. In den Kühler da. Ach so. Schon weggepackt. So schnell. Das war ein Pärchen. Ja, das ist ja. Oh, ich hab gerade Schock bekommen. Ja, wär, ja, keine Katastrophe, aber schade drum, wäre es auf jeden Fall. Da steht jetzt neben der Terry. Oh, jetzt habe ich das meine Standardrüstung wieder an. Ein wunderschönes Pärchen ist das. Ja, schaue ich mir gleich an, wenn ich mal wieder ein bisschen von meinem Zeug habe. Ich habe noch 8 Kugeln für die Pistole, 15 für die Pump. Und noch 17 für die Pump. Oh, hau raus das Zeug, ist ja Wahnsinn. Müssten wir wieder in Produktion gehen. Ja. Also Kugeln sind noch da, welche. Aber Rotflinten nicht. Rotpatronen. Schmeiß ich einfach mal 40 an. Und Kugeln muss man dann noch nachnutzen. Die sind alle weg. Schmeiß ich 30 an. Ich weiß ja nicht, wie viele da rauskommen, aber egal. Wir haben es ja. Genau. Wir haben ja ganz lang die Schmelzen hier laufen lassen. Das ist ganz, ganz, ganz viel. Stichpulver, nicht Stichpulver. Kohle drin. Ja, gut, viel kommt ja nicht rum bei den Schmelzen, aber wir schießen ja auch nicht so viel. Ja doch, da ist gut drin an Holzkohle. Ja, aber eigentlich brauchst du dafür Lagerfeuer, wenn du wirklich schnell viel haben willst. Ja. So, ich hab den wieder aufgeräumt, hoffe ich. Sieht so leer aus. Ich bin doch eigentlich immer sonst so... Ja gut, Gewicht ist voll. Ach, Sniper-Muni habe ich noch Tonnen. Raus damit. Fuck. Lassen wir die Brummel da jetzt so hängen oder hier den Rex hin? Jetzt schaue ich mal den Terry an. Das ist der 173er neu hier hinten. Jo, zwei unauffällige Farben, die. Und ein Pärchen. Ja. Wow, wenn man es bräuchte, könnte man jetzt noch Terrys machen. Ja. Wir machen den. Alpha-Affen mit Terrys. Oh. Ja, kann man ja erstmal hängen lassen. Wir haben ja noch keine andere Trophäe, ne? Mhm. Außer dem Platzhalter, den du da rangegangen hast. Ja. Mir egal, wenn du den Platzhalter ranhängst, dann mach mal aber die gelbe weg. Ja, ja. Ja doch, ich würde den Platzhalter wieder ranhängen. Mach das. Okay. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Like und abonnieren nicht vergessen, wie immer. Ciao, Leute. Tschüss.